Mahlzeit moin und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge von Hobo Tough Life hier auf dem Kanal Gibison. Ja, es ist wieder Gibi-Time. Ich freue mich. Muss erstmal gucken. Ich habe schon wieder so viele Kommentare geschrieben. Die wollte ich mal eben vorlesen. Jule M. schreibt, wieder eine tolle Folge. Leider lohnt sich die Cola im Bistro dem Frau Spurner nicht mehr. Es war wohl ein Bug, der vor kurzem gefixt wurde. Ja, schade, ne? Aber ist ja manchmal so, wenn Sachen zu overpowered sind, dann werden die ja rausgenommen. Ich glaube, mit den Kaugummis haben sie das auch gemacht. Die haben mal mehr Willenskraft gebracht oder waren mal billiger oder so ähnlich. Ja, auf jeden Fall danke fürs Dabeisein. Matthias schreibt, erstmal Prost, trinken mit Crazy und schon läuft es. Freue mich jedes Mal, wenn eine neue Folge von dir kommt. Echt entspannt, dir zuzusehen. Dankeschön, mein Lieber. Jule schreibt, wieder eine tolle Folge, danke dir dafür. Zu den Büchern, du kannst sie in einer Buchhandlung für 100 Kronen das Stück verkaufen. Weiß nur leider nicht mehr, wo die Buchhandlung war. Okay. Und die 400 Kronen bei Henry sind gut investiert für Experte in Battlen. Das habe ich mir auch schon gedacht. In der letzten Folge haben wir ja sehr viel Kronen zusammengefarmt. Und wir wissen gar nicht so richtig, was wir mit dem Geld machen sollen. Ich denke, wir werden das dann in Battlen investieren, ne? Unser Humankapital erweitern. Ja, Andreas schreibt, jo, noch eine Folge, du machst es uns angenehm, dich zu mögen. Ja, freut mich, das ist schön. Herzschreiber schreibt, haha, leider habe ich keinen Rasen, den du mähen könntest. Kaffeeklatsch ist sicher super. Falls du mal in der Nähe von Unterfranken bist, dann soll ich mal vorbeikommen, ja. Cool. Ja, ich erinnere mich, das war mit dem Kommentar von wegen Adoptieren und so, genau. Sehr cool. Danke fürs dabei sein. Ja, Isabella Sommerfeld wollte fragen, mit welchem Aufnahmeprogramm ich aufnehme. Das ist OBS, ganz normal die Standardversion, die es umsonst gibt. Und ja, OBS ist halt irgendwie Profi-Programm für umsonst. Also ich bin da ein großer Fan von. Auch wenn manchmal irgendwie das Mikrofon nicht erkannt wird und ich dann eine Folge für umsonst aufgenommen habe. Aber jetzt, bevor ich aufnehme, schnipse ich immer und dann sehe ich hier, der Balken wird rot. Ne? Mikrofon ist an, alles gut. Dankeschön fürs Dabeisein. Ja, Toto R schreibt, so, jetzt erstmal ein Kaffee und eine Runde Gibi. Ja, das sehe ich genauso. Kaffee ist immer gut, danke fürs dabei sein. Ja, und alle freuen sich über die neue Folge. Auch Yvonne L, das freut mich. Schön, dass du dabei bist. Red Tox ist dabei, Flammenherz ist dabei. Joe, Red MC, geiles Video, dankeschön. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Gamer Traveling Dev auch dabei. Liebe Grüße, mein Lieber. Ja, sehr schön, meine Lieben. Ich würde sagen, dann geht's auch sofort los, bevor ich hier wieder stundenlang rumsabbel. Wir hatten ziemlich viel Geld auf der Uhr. Und wie immer waren wir, glaube ich, da bei Anatoli irgendwo. Am Aufhören gewesen letztes Mal. Ach ne, wir haben sogar bis zur Base geschafft. Minus 9 Grad. Hast du da noch Töne, du? Hast du da noch Töne? Ich habe auch gesehen, man soll diesen minderwertigen Müll gar nicht verbrennen. Das ist gar nicht gut. Den brauchen wir unbedingt. Aber ich weiß gar nicht, was ich sonst verbrennen soll. Doch, weiß ich wohl. Holzbretter. Holzbretter, weil die kriegt man im Anfangs-Spawn. Gibt es 2 Punkte und da kriegt man so um die 10 Stück am Tag umsonst. Und so viele Bretter, wie wir haben, brauchen wir gar nicht eigentlich. Das habe ich mir noch so angeguckt. Ja, Videos habe ich mir angeguckt bei My Unusual Me oder so heißt der. Und er macht Hobo-Videos auf Englisch. Ja, und wenn wir in unserem Lager bessere Sachen haben, Plandach, Holzwand und so, dann steigt unsere Lagerkapazität. Ne? Und dann wurde mir auch noch ans Herz gelegt, hier die Sachen, die ich nur einmal hier drin habe, doch bitte rauszunehmen. So wie diese Sachen hier und nur Sachen hier reinzupacken, die stacken.
Apropos hochwertiger Wodka, wo haben wir den denn eigentlich her? Poncho aus Plastiktüten. Hey, wir haben Gummistiefel, die können wir Bär vorbeibringen. Das ist ja saugeil, ich wusste gar nicht, dass wir die noch haben. Das ist ja perfekt, ne? So, was haben wir denn hier Schweres im Inventar, was wir nicht mehr brauchen? Ja, irgendwie alles, ne? Planen zum Beispiel. Asphaltplatten. Seile. Alle rein da. Weil hier zählen die nur als ein Kilo, aber bei mir im Inventar sind die halt richtig schwer, die Sachen. So, raus damit. Alles, was wir hier in Maßen dabei haben. Ja, das Dietrich-System habe ich mir auch angeguckt. Bei Gelegenheit zeige ich euch das mal. Elektroteile, das ist auch kein Alltagsgegenstand für uns. Nichts, was wir zwingend immer mit uns rumschleppen müssen. Radio kaputt. Auch mal eben rein. Wir können ja von unserer Werkbank, glaube ich, auch hier drauf zugreifen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich glaube, wir... Ach, der nächste Tag bricht an. Das ist aber schön. Das freut mich sehr. Kopfhörer kaputt. So, mehr geht jetzt leider nicht. Ist aber auch nicht schlimm. So, wir müssen mal eben hier... Ja, wir verbrennen mal eben unsere Zeitungsrolle. Das brauchen wir eh nicht, das Ding. So schnell anzünden. So. Bretter kriegen wir genug dort. Wir nehmen so schöne Sachen an. Trotzdem frieren wir immer. Das ist nicht mehr normal. Ja. Heute, der heutige Plan. Also wir bringen Bär gleich seine Gummistiefel. Kriegen dann dafür ein bisschen Vertrauen, vielleicht ein bisschen Geld, ich weiß es nicht. Dann, ja, gleichzeitig gehen wir mit Bobby, dann gehen wir Bobby wieder ab. Dann möchte ich rüber zum Bahnhof laufen und dem Typ seine 400 Kronen bezahlen, damit wir in Betteln aufsteigen. Und ich möchte unseren Hund rausholen. Unseren Doggo. Unseren Anton, wo ist er denn? Da ist er ja. Ja, komm. Mein Kleiner. Und trink bloß nicht aus dem Klo. Trink da bloß nicht raus. Gar nicht gut. So. Moin Vogrim, was geht? Warum leuchtet das denn so gelb bei ihm? Ach, den hatten wir auf Tour geschickt, ne? Dass der für uns stiehlt. Stiehlt. Ist die Sache erledigt? Jawohl, hier ist die gestohlene Scheiße. Cool, Mann, du hast es echt drauf, Vogrim. Vielen Dank. Vergiss nicht, du schuldest mir einen Gefallen. Klar. Plaudern wir mal. Klar, warum nicht? Verdammt, ich denke tatsächlich drüber nach, ein Buch zu lesen. Warum nicht? Ich liebe Bücher. Wenn du welche findest, dann bring sie mir. Ich hätte dich nicht für einen Bücherwurm gehalten. Hm, ich habe nicht gesagt, dass ich sie lesen werde, aber es wird langsam verdammt kalt. Und sie brennen besser. Ja. Genauso handhabe ich das auch, mein Freund. Ich verstehe, sollte ich in den Besitz von Büchern gelangen, komme ich zu dir. Und schlag dir damit den Schädel ein. Klar, aber dann verbrennen wir sie. Ja, ich glaube, ich habe meine Bücher selber alle verbrannt. Letzten Tagen. So, wir müssen auch mal unseren Hund füttern, nicht vergessen. So, ein paar Essensreste, Bindung stärken. Mhm. Obst hat mich jetzt verklickt. Bellen. Bellen. Füttern. Füttern. Mhm. So. Interagieren, einmal kuscheln, damit wir da gewärmt hingehen können. Ich muss sagen, diese Creme, die jetzt auch voll gebracht, ne? Hausbuddha. So, die Stillquest war hier von ihm. Wir mussten sein Vertrauen gewinnen. Das Vertrauen von Bruno und sollten am Bahnhof stehlen, glaube ich, so war das. Was das Ausboten von Rasken betrifft. Und? Verglichen mit mir ist Rasken ein Taugenichts. Ich bin der König der Taschendiebe. Es sieht tatsächlich ganz so aus, als wäre das der Fall. Na schön, Rasken taugt nichts und ist ein Unruhestifter. Er steht ab sofort nicht mehr unter meinem Schutz. Der arme, arme Rasken. In der Tat, und jetzt verpiss dich wieder. Okay. Um etwas bitten. Verpiss dich. Ich will was lernen. Verpiss dich. Okay. Alles klar. Ein fröhliches Verpiss dich zurück an dich, Bruno. Wir gehen jetzt erstmal Bobby holen.
Ja, wundert euch nicht. Meine Stimme, die ist so ein bisschen im Eimer. Es war so warm die Tage, ich bin Auto gefahren, Klimaanlage, voll auf den Hals. Aber alles gut. Die dann. So, guten Tag. Ich hätte gerne was kostenlos. Etwas zu essen, Dankeschön. Und einmal mit Bobby gehen. Wir sind gleich wieder da. Wunderbar. Oha, wir haben Hunger, glaube ich. Oh ja, ein bisschen. Ein bisschen Hunger haben wir. Und ein bisschen müde sind wir auch. Ernsthaftes Buch. Ah, okay. Vielleicht können wir doch nochmal zu Fulgrim zurück. Schmackhafter Mensch. Gönnen wir uns mal. Einen normalen Mensch. Gönnen wir uns auch. Uns ist kalt, die Moral ist im Keller. Haben wir denn kein Heftchen? Kein Heftchen dabei. Müssen wir gleich mal schauen. So, wir sind total voll gegessen. Wir können mal hier eben die Toilette benutzen. Kostet nur 10 Kronen, das kann man gut machen. Ja, eben zu Bär oder eben ein Heftchen besorgen. Ich glaube, wir müssen eben Heftchen besorgen. Aber ist ja hier um die Ecke. Müssen ja sowieso ein kleines Stück mit dem Kollege hier laufen. Oh, meine Nase, die kribbelt. Ein Moment. So, da bin ich wieder. Immer noch an Ort und Stelle. So, holen wir uns mal eben ein Heftchen hier. Wir haben ja so viel Geld. Das macht richtig Spaß im Moment. Und wenn wir hier die Fähigkeit Betteln verbessern, kommen wir ja ruckzuck wieder an neues Geld, ne? Oh, das können wir einlösen. Das ist schön. Erotikzeitschrift. Jawohl, danke sehr. Die gönnen wir uns mal. Zack. Und es geht uns wieder blendend, meine Lieben. So, mal eben wieder zurück. So, wir rasen mal eben hier zum Stinkloch. Ihr wisst schon. So, die Quest hier haben wir abgeschlossen bei ihm mit dem Stehlen, ne? Der hat uns jetzt aber irgendwie keinen Tipp gegeben, wie es weitergeht oder sonst irgendwas, ne? Oha, es ist richtig kalt. Ich vergesse schon wieder die Leute anzureden. So, schnell da hinten rein. Wo ist denn der Schlägertyp? Hat er nicht Schicht jetzt? Plaudern, 69. Ja, leider reingeschissen. Unsere Sachen müssen aber noch sauber sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, wir greifen hier mal eben das Gratisfeuer ab. Und dann gehen wir zu Bär. Ne? 2 von 3, okay. Je mehr man sich bewegt, desto schneller geht das. Die Nulltoleranz. Du hast dafür gesorgt, dass Rask nicht mehr unter Brunos Schutz geht. Versuch noch einmal, Razor um den Gefallen zu bitten. Razor, wer war das denn? Ach, der stand bei der Kirche, genau. Und er hatte, glaube ich, Angst vor dem Rasken und deswegen mussten wir irgendwie zu Bruno und unter Quest Nummer 350b und jetzt haben wir es. Ja, Mensch, wir machen Fortschritte. Und so soll es sein, weil letzten Folgen haben wir sehr viel gefarmt. Ach, da ist er ja. Aber ich glaube, der sieht uns nicht, wenn wir hier lang schleichen. Der sieht uns nicht, der sieht uns. Nein, der sieht uns nicht. Auf gar keinen Fall sieht er uns. Wir sind ein ganz normaler Passant. Also, so wie wir angezogen sind, sind wir auch ein ganz normaler Passant. So, hallo Bär. Hier hast du. Tschüss. Wegen der Gummistiefel. Ja, so blöd es klingen mag, aber ich traue mich nicht wirklich, kaum noch rauszukommen. Wenn du mir 200 Kronen gibst, gehören sie dir. Plus 1 Vertrauen, plus 200 Geld. Ich weiß, wenn wir das Geld nicht annehmen würden, würden wir mehr Vertrauen kriegen, aber wir haben schon Experte Müllwühlen bekommen von ihm. Also lohnt sich das nicht wirklich. Tja, was will man machen? Hier ist dein Geld, du Halsabschneider. Keine Ursache. Ich will was lernen. Was denn? Einmal rum. Könnten wir Mülltauchen noch verbessern? Institution. Was ist Ach, Intuition. Entschuldigung. Das ist doch, dass man so eine Ahnung, so eine Vorahnung hat, ne? Hilft uns auch beim Mülltauchen. Das ist ziemlich gut. Können wir aber noch nicht machen. Wir können Mülltauchen nur ein bisschen verbessern. Obwohl wir da eigentlich schon ganz gut dran sind.
Oha, er hat Schichtende. Deswegen nehmen wir mal... Ach ne, wir warten ihn, bis der weg ist. Obwohl, eigentlich wollte ich auch in die Richtung zu Razor. Wo geht er hin? Er geht nach rechts. Der geht jetzt die Straße runter. Das ist aber auch mies, ne? Wenn man hier langläuft und dem dann begegnet. So, ohne... Ach, okay. Aha, da kommt er also raus. Das merke ich mir. Okay, wir sind fertig mit Bobby. Wir sind aber noch zu weit weg. Ich muss mal eben die Quest hier abschließen. Das finde ich gerade wichtiger. Rasken arbeitet nicht mehr für Bruno. Davon habe ich gehört. Also kannst du ihn jetzt für Crazy verprügeln. Wäre mir ein Vergnügen. Rasken ist sowieso ein verfluchter Junkie. Wunderbar. Klasse. Wie geht's? Verpiss dich. Es läuft zäh. Aha. Schön. Wir müssen Bobby eben abgeben. Und dann bin ich aber auch relativ scharf drauf, wie es hier weitergeht. Mit den Quests. Wir nehmen mal eben den Weg. Guckt euch das an. Alles schön hier mit Plane. Ne? Das ist Qualitätsarbeit. So, wir wärmen uns mal kurz. Diese Holzbretter brennen 40 Sekunden, das ist sehr gut. Und wie ihr seht, ich war immer noch nicht beim Friseur. Der Corona-Fokuhila sitzt. So, uns ist wieder schön warm. Der Mittag bricht gerade herein. Wunderbar. Ich liebe diese Stadt, also ich finde es voll geil hier irgendwie. Die ist richtig schön verwinkelt, wir kennen uns einigermaßen gut aus. Aber da gibt es auch noch einige Gebäude, ich hatte das auch gesehen in diesem Video. Gebäude, die voll sind mit diesem Müll. Also hier für Müll tauchen und so, wo man guten Loot bekommt. Das ist es halt, ne? Du läufst hier rum, entdeckst auch wieder neue Sachen, wo du eigentlich schon denkst, ich kenne mich ja aus. So, einmal plaudern. Ich bin etwas in Eile, könnten Sie sich beeilen? 69? Keine Zeit. Okay, wir hätten vielleicht auf die 60 gehen sollen. So, wir geben Bobby schnell ab. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Himmel, das ging aber schnell. Ja, wir haben nicht getrödelt. So, das Geld fürs Heftchen ist wieder drin. Wunderbar. Was hat die gute Frau zu verkaufen? Ui. Ui, ui, ui. Kälte 15. Nässe 19. Charisma. Kälte 15. Das ist eigentlich der interessanteste Perk für mich gerade. Kälte 15. Nicht gedacht, ey. Nicht gedacht. 11 haben wir nur. Wir holen uns den langen Mantel. Das ist ja so ein geiles Ding. Das ist ja so ein geiles Ding. Den müssen wir haben. Und Charisma 10. Hilft uns gleichzeitig beim Betteln. Was wir gleich auch eh verbessern wollten. Okay. So, einmal drauf. Charisma plus 10, Kälte plus 4, Nässe plus 9. Meine Lieben. So langsam wird das was. So. Die Klamotten von Friedrich können wir leider nicht verkaufen. So, wir haben ihm seine Gummistiefel gegeben. Die Razor Quest ist ein Stückchen weitergekommen. Guck mal eben hier rein. Auch nicht vernachlässigen. Die können wir ja mittlerweile komplett clear machen. Müssen wir auch. Weil ich brauche das Alteisen. Das man übrigens auch sehr gut verkaufen kann. Wein, danke sehr. Brauchen wir für unsere Trinkecke. Seife, sehr cool. Hat sich schon wieder gelohnt. Das ist einfach geil. Ich liebe es, Sachen umsonst zu bekommen. So. Staubsauger, sehr gut. Sehr gut. Den können wir dann wieder verhökern, wenn wir ihn repariert haben. 99. 60. Nee. Auch nicht. Stehlen. Hoffentlich kommt jetzt kein Polizist um die Ecke. Ja, 16 Kronen aus der Tasche gezogen. Ich fühle mich nicht gut dabei.
Aber irgendwie auch nicht schlecht. Wir sind ein Hobo. Was soll's? Nimmer. Solange wir nicht eingesperrt werden, ist alles gut. Hallo? 99. 69. Mhm. 80. Dankeschön. 20 Voll. Kronen. Sehr, sehr gut. Lass mich raten. Wir müssen zu Crazy fahren, habe ich recht? Schau bei Rasken vorbei, um in Erfahrung zu bringen, wie es immer gegangen ist. Okay. Okay. Haben wir noch Fahrkarten? Dass ich nicht laufen muss. Ach, der Weg ist echt... Nee, der Weg ist zu weit. Aber wieso kann ich die Haltestelle hier nicht... Ach, das ist... Ach, da vorne ist die Haltestelle, mein Gott. Fahrkarten finde ich super. Bloß kein Ticket, super. Kann ich hier eins kaufen? Könnte ich hier ein Ticket haben, bitte? Nee, macht er nicht. Aber der Tabakverkäufer da vorne müsste das haben. Ach, wir holen uns hier nochmal unsere Segnung ab. So. Einmal die Segnung. Dankeschön. Uns ist wieder verflucht kalt. Deswegen hauen wir uns mal eben einen Muntermacher rein. So. Da haben wir genug von, ne? Deswegen kann man die auch ruhig mal benutzen. Finde ich. So, müde sind wir ein bisschen. Ein Kaffee. Apfel gegen die Krankheit. Ein Feuchttuch gegen den Gestank. So, da sind wir wieder relativ gut dabei. Kann ich mir auch so ein Jahresabo holen hier für den Bus? Oder wie ist das? Eine Jahreskarte? Gab sie nicht hier die Fahrkarten? Fahrkarte. 15 kosten die. Ich hätte gerne 6 Stück. Dankeschön. Dann nehme ich auch noch ein Heftchen und dann ist auch wieder gut. So, dann sind wir wieder gut ausgerüstet hier. So, mal eben schnell Richtung Bahnhof mit den Busdüsen. Der Bahnhof, da müssen wir hin. Wir müssen ja auch ein bisschen vorankommen hier. So, da werden wir auch. Hier kann man optimal betteln. Mal eben bei Rasken vorbeischauen, der uns wahrscheinlich gleich auf die Schnauze hauen wird, weil er gewittert hat, dass das unsere Machenschaft hier ist, dass er verprügelt wurde. Hi, wie geht's? Ganz toll. Einige von Brunos Schwanzlutschern waren neulich hier. Sie haben gesagt, ich arbeite nicht mehr für sie. Das blaue Auge steht dir gut. Geh sterben, du Wichser. Der Typ, der dir das angetan hat, ist übrigens ein Freund von Crazy. Ja und? Nun ja, Crazy erwartet, dass du die Steuern an ihn entrichtest, wenn du hier bleiben und betteln willst. Ach, fickt euch doch. Piep. So. Gut, wir haben die Steuern eingetrieben für Crazy. So. Wahrscheinlich müssen wir jetzt auch zu Crazy, habe ich recht? Kehre zu Crazy zurück. Schön. Ja Mensch, jetzt bin ich mal gespannt, was uns das hier bringt, ob wir jetzt Teil der Bruderschaft sind. Ne? Mitglied der... Ey, was machst du denn da? Du stehst da aber verdammt blöd. Der steht da aber verdammt blöd, der Typ. Aber wir kommen ja auch, glaube ich, von der anderen Seite rein. Wir müssen sowieso zu dem Typ, der hier vom Bahnhof sitzt, dem hier. Betteln verbessern. Star! Ich will was lernen. Meister im Betteln, Experte im Betteln. Was kostet Experte? 400? Was kostet Meister? 1000 und Level 7, okay. Wir machen mal Experte. You have a 30% chance to receive an item with successful begging. Okay. Wir haben eine 30% Chance, ein Item umsonst zu bekommen. Einfach ein Item umsonst zu bekommen, zusätzlich zur Kohle. Das ist mega nice. Freunde, wir werden bald in Geld und in Items schwimmen. Übrigens, hier ist auch noch eine Toilette, was ich hier zum ersten Mal irgendwie gerade sehe. Und da kann man auch direkt daneben machen, wenn man kein Geld hat. So, hier ist noch ein Wühlpunkt. Ein Wühlpunkt, so nenne ich das jetzt. So, Baseballkappe, sehr schön.
Mensch, 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 es läuft einfach wunderbar. Wunderbar. Wir wollten zu Crazy, stimmt. Wir müssen irgendwie da drunter. Unter diese Brücke müssen wir. Ach, okay. Nein. Wir nehmen den Hintereingang. Es leuchtet gelb hier. Können wir ja auch die Quest weitermachen. Martin Susek, der Reporter. Das ist die Quest mit den Saufbrüdern, wenn ihr euch erinnert. Und warum da einer getötet wurde. Beziehungsweise der Alkohol war vergiftet oder irgendwie so ähnlich. Ich habe Informationen für Sie. Ich bin ganz Ohr. Der jüngste Fall ist ein Obdachloser, der sich auf der Autobahnüberführung erstochen hat. Ein gewisser Herr Masek hat regelmäßig die Wohlfahrtsorganisation aufgesucht. Aber ist schon eine lange Zeit nicht mehr. Okay, wir haben einiges an Informationen zusammengetragen. Das werden wir ihm hier erzählen. Ich nehme das erste Mal, was ich gerade vorgelesen habe. Oh, alter Schwede, wir kriegen ja richtig was dafür. Bier vom Fass, Brötchen, geschnittener Schinken. Junge, Junge. Erstochen, das wird allmählich zu einer wirklich häufigen Todesursache. Er beginnt zu tippen. Danke für das Essen, Chef. Ein gewisser Herr Masek hat regelmäßig die Wohlfahrtsorganisation aufgesucht, ist aber schon eine ganze Weile nicht mehr dort aufgetaucht. Es würde mich nicht wundern, wenn er bereits tot ist. Vielleicht auch nicht. Alter, wir greifen hier gerade richtig Items ab, wisst ihr das? Es gibt einige neue Obdachlose da draußen. Neue Obdachlose? Ich habe gehört, dass das Obdachlosenheim abgebrannt ist. Und dann noch die Sache mit der Amnestie. Nein, die tun nur so, als seien sie obdachlos. Man könnte meinen, sie seien undercover unterwegs. Interessant. Danke für das Essen, Chef. Eine neue Gruppe Obdachlose hat sich in der Grube hinter dem Bahnhof niedergelassen und ein Lager aufgebaut. Ja, das werden höchstwahrscheinlich die Ex-Sträflinge sein. Viele Häftlinge wurden dank der Amnestie freigelassen. Was bedeutet Amnestie? Ich habe das noch nie gehört, jetzt ohne Witz. Ich kenne das Wort nicht. Die meisten von ihnen haben allerdings gar kein Zuhause mehr. Was? Sie wurden quasi einfach auf die Straße gesetzt? Und schon wieder greifen wir Loot ab, unglaublich. Also Doggo und ich, wir werden gleich ein Festmahl veranstalten. Ich vermute, man hat damit gerechnet, dass es sich bei den meisten von ihnen um Wiederholungstäter handelt, die nach ein paar Wochen eh wieder im Knast landen. Ach so, dann hat man gesagt, hier, ihr seid jetzt auf der Straße, wir sehen uns bald wieder. Okay, danke für das Essen, Chef. Jemand hat einen der Männer aus einer der obdachlosen Gruppierungen erstochen. Viele der toten Obdachlosen wurden mit einem Messer angegriffen. Ich frage mich, warum. Das ist nicht das, naja, Interessanteste. Der Angreifer fuhr in einem Auto weg. Fricks gelang es, ein Foto des Autos zu machen. Wirklich? Dieses Foto würde ich mir gerne mal ansehen. Danke für das Essen, Chef. Oh, ist das geil, ist richtig geil. So, einer meiner Freunde wurde von zwei Fremden verfolgt. Sie haben erst kehrt gemacht, als er an einem sicheren Ort mit mehr Leuten war. Er wurde verfolgt, sagen sie? Das hört sich so an, als würde all dem ein Plan zugrunde liegen. Wer weiß, vielleicht haben sie ihn davor schon eine Zeit lang beobachtet. Ob sie sich ihre Opfer ganz bewusst aussuchen? Danke für das Essen, Chef. In einem Wohngebäude in Ziskow hat sich eine Gruppe von Hausbesetzern niedergelassen. Sie halten das Haus verschlossen und lassen niemanden rein. Dann haben sie wirklich Glück. Heutzutage kann man nicht vorsichtig genug sein. Ein Versteck mit verschließbaren Türen ist definitiv nützlich. Ich frage mich gerade, ich erzähle ihm das alles und er packt das dann in die Zeitung rein. Und dann wird die... Weiß nicht. Ob die Stadtverwaltung dann darauf aufmerksam wird und dann das Haus mit den Obdachlosen schließt oder so. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, was wir hier gerade machen. Aber naja, okay, so wird es wahrscheinlich nicht laufen, aber... Krass, ich liebe dieses Spiel. Danke für das Essen, Chef. Soll ich mich weiter umhören? Das reicht fürs Erste. Ich glaube, ich fange langsam an, das große Ganze zu sehen. Die Teile fügen sich zusammen. Tun Sie das? Ja, ich habe allmählich auch Informationen aus anderen Quellen. Sie sind nicht mein einziger Informant. Vielen Dank. Ich fühle mich gleich gewertschätzt. Das Ganze riecht tatsächlich nach einer Verschwörung. Oha, was genau bedeutet das? Das bedeutet, dass diese Todesfälle keine Unfälle sind. Nein.
Es sind definitiv Morde. Jemand ermordet die Obdachlosen. In großer Zahl. Ich denke, dass die Ermittlungen in hohem Kreis... Ich denke, dass die Ermittlungen in hohe Kreise führen könnte. Oha, krass. Ja, das wer weiß, ne? Es handelt sich also wirklich um eine Verschwörung. Verdammt, und wie geht es jetzt weiter? Ich denke, es gibt zwei Spuren, die es wert sind, weiterverfolgt zu werden. Spuren? Ausgezeichnet! Die erste gute Spur, dass die Angreifer nach einem der Angriffe in einem Auto wegfuhren. Das sieht man nicht alle Tage. Und dass sie dabei von dem obdachlosen Freaks fotografiert wurden, macht die Sache noch interessanter. Wenn auf dem Foto das Nummernschild des Autos zu sehen wäre, wäre das sensationell. Und die andere gute Spur? Die andere gute Spur ist Herr Masek, ein Stammgast bei der Wohlfahrtsorganisation, der schon seit geraumer Zeit nicht mehr dort war. Wenn ihm etwas zugestoßen ist, wäre das gut zu wissen, was? Also brauchen Sie das Foto vom Auto, auf dem möglicherweise das Kennzeichen zu sehen ist, um mehr Informationen über Herrn Masek. Ja, genau. Genau. Wenn Sie etwas über diese beiden Spuren herausfinden können, werden Sie nicht unbelohnt bleiben. Oh, hört, hört. Ich werde sehen. Noch mehr Brötchen, noch mehr Schinken. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich kann locker mit Sherlock Holmes mithalten. Alter Schwede. Also die Knete für Experte im Battle haben wir locker wieder drin. Oh, und es wird auch gleich ein bisschen dunkel. So, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Sehr questlastige Folge diesmal, was mich extrem freut. Ich wusste überhaupt nicht, dass wir die Quest fertig haben. Ich dachte, wir müssen uns noch weiter umhören. Und ja, ich bin gerade einfach happy. Ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Macht euch einen schönen Tag. Lasst Kommentare da, da freue ich mich immer. Und ja, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.